Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu unserer kleinen Sendereihe Lauter schwierige Patienten. Diesmal geht es um Golomann und wie immer um Marcel Reich-Ranitzky. Herzlich willkommen, Herr Reich-Ranitzky. Vielen Dank. Und zu Anfang gibt es, bevor wir uns über Golomann, den Sie ja gut gekannt haben, unterhalten, ein kleines eingespieltes Zitat. Es war unvermeidlich, dass ich seinen Tod wünschte. Das konnte gar nicht anders sein. Ich war aber dann tief erschüttert, als es da war. Auf das Tiefste. Ich bin dann wieder nach Kalifornien zurückgekehrt, auf einem Schiff. Und ich fühlte mich schrecklich, schrecklich unwohl. Ich war vollkommen zerwühlt eigentlich. So. Herr Reich-Ranitzky, Sie zitieren das auch in Ihren Erinnerungen, dass Golomann ja schon sehr früh zu Ihnen gesagt hat, dass er den Tod seines Vaters gewünscht hätte. Da waren Sie etwas erschrocken. Sie haben nachgefragt. Und er hat dann gesagt, das war unvermeidlich. Warum hat Sie das so sehr überrascht? Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich von einem Menschen und keinem Kind und keinem senilen Greis, sondern von einem Menschen im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte gehört, dass er den Tod seines Vaters gewünscht hat und den Tod des doch wohl größten deutschen Schriftstellers des 20. Jahrhunderts. Ich fand das eine unerhört brutale, barbarische Äußerung, aber von erstaunlicher Ehrlichkeit. Er hat das ja mir nicht sagen müssen. Er hat es dennoch in dem Telefongespräch gesagt. Wenn man seine Biografie kennt, die ich möglicherweise damals so genau noch nicht kannte, versteht man diesen ungeheuren Schmerz und diese Sehnsucht nach dem Tod des Vaters. Er war ein außerordentlich produktiver Mensch, der, solange der Vater lebte, kaum produzieren konnte. Warum nicht? Warum kann man nicht? Es hatten auch andere berühmte Väter und dominante Väter und haben sich auch davon befreien können. Jedenfalls so weit, dass sie produzieren konnten. Nein, im Gegenteil. Es ist eher eine große Tragödie, ein Genie als Vater zu haben. Die Selbstmorde von Kindern, von großen Schriftstellern häufen sich ja. Das ist doch nicht nur Klaus Mann und Michael Mann, die Söhne von Thomas Mann, die Selbstmord verübt haben. Es hat der Sohn von Hofmannsthal Selbstmord verübt. Er hat die Tochter von Arthur Schnitzler Selbstmord verübt und viele andere. Ich meine, der Sohn von Goethe ist ja knapp dem Selbstmord entgangen, hat auch furchtbar gelitten. Es gibt ein großes Wort, das mich sehr beeindruckt hat, als ich es zuerst gelesen habe. Es lautet, ein Genie ist kein guter Nachbar. Ein Genie ist überhaupt kein guter Mensch. Ist kein guter Nachbar, kein guter Freund, kein guter Ehemann. Es ist schon schrecklich mit einem Genie. Wenn es wirklich ein Genie ist. Und auch kein guter Vater. Es gilt aber nicht im Umkehrschluss, nicht alle, die schreckliche Väter oder Ehemänner sind deshalb schon Genies, nein, wenn manche das glauben. Nein, ja. Nein. Ja, da haben Sie natürlich recht. Also der Fall Thomas Mann und Golo. Sie fragen, warum Golo nicht schreiben konnte. Ich weiß es nicht so genau. Er hat wahnsinnig unter Hat er das nie erklärt Ihnen gegenüber? Ja, wenig erklärt. Aber es war doch so. Er hat wahnsinnig gelitten unter dem Vater. Sein Leben lang war er der Sohn, um nicht zu sagen das Söhnlein. Mein Sohn. Mathematiker seines Zeichens hat mir mal erzählt, er war als Student in Cambridge. Er ist heute übrigens hier, ja, und macht einen ganz glücklichen Eindruck. Ja. Nun, ja. Gott sei Dank, er hat ja kein Genie Was als mir Vater. Das ja. Also mein Sohn erzählte mir, er war in Cambridge, als er noch Mathematikstudent war, zu einem Vortrag von Golomann. Und er wurde eingeleitet von einem Professor, ich glaube dem Chef damals der Germanistik in Cambridge. Und er sagte, wir freuen uns außerordentlich, wir sind glücklich, hier den Sohn Thomas Manns begrüßen zu können. Das hat er in einem Augenblick gesagt, wo Golomann schon der Autor des populärsten Geschichtswerks in deutscher Sprache im 20. Meilenstein. Jahrhundert
Nein, nein, noch vor der deutschen Geschichte. Ach so, die deutsche Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert. Ja. Jawohl, 19. und 20. Ja. Jahrhundert. Mhm. Vielleicht auch hat er ja schon den Wallenstein publiziert, das weiß ich nicht. Hochbedeutende Werke und immer noch war er auf der ganzen Erde der Sohn. Er hat den Georg-Büchner-Preis bekommen. Und einer der großen Männer dieser Akademie in Darmstadt hat mir mal gesagt, ich bin so höflich, dass ich seinen Namen hier verheimliche, Gulomann hat doch den Büchner-Preis für den Vater bekommen, weil der Vater schon tot war, wir konnten ihm ja den Preis nicht aber geben. Aber zu diesem Zeitpunkt, zu dem diese Beispiele stattgefunden haben, da war Thomas Mann schon tot, das heißt, da hatte er ja die Werke schon geschrieben. Ja, aber gucken Sie mal, da hätte er ja nun doch sich befreit fühlen können. Nein, nein, die sagt, die Entwicklung ist doch folgende. Er hat bewiesen, nach dem Tod von Thomas Mann, dass er ein ganz großer Schriftsteller war. Er war meiner Ansicht nach in erster Linie ein Schriftsteller und nicht ein Historiker. Wallenstein und das große Geschichtswerk sind ja literarische Werke. Das hat er übrigens erklärt, das ist ein anderes Thema, ich komme darauf zu sprechen, das ist ein ganz wichtiges Thema. Aber jedenfalls, er war produktiv, er hat fabelhafte Bücher geschrieben, eins nach dem anderen. Alles nach dem Tod des Vaters. Er war 46 Jahre alt, er hat eine einzige Arbeit. Das war eine Dissertation, ne? Ja, die Arbeit. Das ist, als er konnte nichts produzieren. Ja. Der Schatten des Vaters war so groß. Naja, überall, ich meine, mir ist das auch passiert. Ich habe es nur nicht gesagt. Ich habe ihn getroffen, zum ersten Mal im Leben gesehen, in meinem Empfang in Hamburg. Etwa 1970. Ich guckte ihn an, sagte, guten Tag, ich freue mich, ich habe nicht gesagt, den Sohn Thomas Manns, ich freue mich, Professor Mann, habe ich vermutlich gesagt, Sie begrüßen zu können. Gedacht habe ich mir, Herrgott, ist der dem Vater ähnlich. Natürlich, natürlich habe auch ich zunächst an den Vater gedacht, der gewaltige Schatten. Das ist das eine. Weiter, er hat seinen Aussagen zufolge, wurde er von dem Vater sehr schlecht behandelt. Galt das nicht für alle Mannkinder, außer vielleicht für Erika? Alles, nein. Das war ganz sind die anderen? Nein. Der Vater hat den kleinen Michael, ja. Quatsch, den kleinen Klaus Mann, als er klein war, sehr geliebt. Sehr merkwürdig. Der Vater ja, geliebt schreibt, heißt ja noch nicht gut behandelt. Ja, doch, der Klaus Mann fühlte sich doch auch... Vorerst hat er ihn gut behandelt, als er klein war. Es war Folgendes, sehr bemerkenswert für Thomas Mann. Thomas Mann ging, wie er in Tagebüchern schrieb, um 8:30 Uhr ins Schlafzimmer von Klaus, als Klaus 11, 12 Jahre alt war, um zu sehen, wie er sich auszieht und einen Schlafanzug anzieht, weil er ihn nackt sehen wollte. Er wollte nicht sagen, zieh dich mal aus, ich möchte dich nackt sehen. Aber er war verliebt in den Jungen. Er hat ihm nichts angetan, kein Inzest. Nein, nein, natürlich nicht. Aber er war in den schönen, sehr schönen Jungen Klaus verliebt. Golos ist angeblich sehr unschön gewesen. Als Erwachsener, älterer Mann, fabelhaft aussehen. Als Knabe unschön. Unschön oder mehr ungeschickt und ungelenkt. Es gibt ja auch sehr fast drastische Äußerungen von Katermann über den kleinen Golo. Ungeschickt, unschön. Dann schrieb der Vater, er sei schmuddelig, steht in Tagebüchern, alles drin. Hat Golo alles zu drucken erlaubt. Golo hat darüber entschieden, was in den Tagebüchern, von den Tagebüchern gestrichen werden muss. Er hat solche Sachen gestrichen, Tagebüchern wie Thomas Mann. Thomas Mann hatte ein Geschwür im After in der Schweiz. Und da ist jetzt einige Male beim entsprechenden Arzt in Zürich gewesen, hat das notiert, unangenehm, schmerzhaft, der Arzt ist gut, es geht schon besser, hat alles Golo streichen lassen. Begründung? Unappetitlich. Mhm. Naja, das menschliche Leben ist manchmal unappetitlich. Gut, der Vater, ich hätte an seiner Stelle sowas nicht gestrichen, aber er hat nicht gestrichen die negativen, skeptischen,
etwas böswilligen Äußerungen des Vaters über ihn, Golo. Die hat er stehen lassen. Er hat zu seiner Überraschung auch einige positive Äußerungen gefunden. Später, als der Golo nach Deutschland ins Dritte Reich gefahren ist, um was aus München zu holen, wo der Vater nicht mehr ins fahren konnte. Er hat ja zweimal Kinder unter geschickt. Anderem auch das Geld. Ja, Erika hat Manuskripte gerettet. Erika hat und Golo sollte Geld abheben. Ja, und noch dann weiter. Also er hat den Sohn schlecht behandelt. Dann kommt ja noch eine Sache hinzu. Ihm hat die Homosexualität von Golo nicht gefallen. Sehr merkwürdig. Er hat sie abgelehnt, diese Homosexualität. Obwohl doch Golo Mann damit sehr viel unaufdringlicher war als beispielsweise Klaus Mann. Ja, das hat er mir genau erklärt, Golo. Golo sagte, in unserer Familie gab es zwei Arten der Homosexualität. Die Mannsche und die Prinzsche. Die Mannsche war düster, tragisch, gehemmt, mit Komplexen, belastet, dergleichen. Er selber rechnete sich der Mannschen zu. Die Pringsheimsche war lebensbejahend, fröhlich, Homosexualität nach offen, ganz offen behandelt. Und es hat ja Klaus im amerikanischen Exil ab und zu seine Freunde nach Hause gebracht, in die Familie, zum Essen gebracht. Thomas Mann war entsetzt, war ungeheuerlich. Der brachte nämlich irgendwelche Matrosen mit, gut aussehende, kräftige Matrosen. Hätte sich Thomas noch abgefunden. Aber er schreibt ja im Tagebuch, es ist nicht zu fassen. Diese Leute, die er bringt, die wissen überhaupt nichts von meiner Existenz. Ja. Das waren Leute, die... Das war das Allerschlimmste. Ja, den Zauber gab es doch Englisch. Die hatten noch nie eine Zeile von ihm gelesen. Damit waren sie als kulturlose Barbaren... Schrecklich. Nein, damit da verstand Thomas keinen Spaß. Nein. Das war nur bitter, bitter ernst. Also, er hat den jungen, hübschen Klaus viel besser behandelt als den etwas ewig leidenden Golo. Aber nun kommt folgende Sache, das ist ganz wichtig. In der Emigration, Klaus konnte mit dem Leben nicht zurande kommen. Nicht mit der Homosexualität, damit kam er schon zurande. Er konnte etwas nicht, sehr merkwürdig, Geld verdienen. Er hatte immer Schwierigkeiten. In der Emigration wollte man ihn nicht drucken. Welchen emigrierten Schriftsteller wollte man drucken? Werfel, Remarque und Schluss. Es gab niemanden beinahe. Ja, Feuchtwanger waren, dem ging es gut. Allen anderen ging es schlecht, mit Brecht und Döblin. Ja, Thomas Mann selber ging es auch gut. Ja, aber Heinrich Mann und Döblin mussten sich anstellen um eine Unterstützung, Arbeitslosenunterstützung. 70 Jahre alt mussten sich anstellen, nicht so schön. Immerhin Döblin und Heinrich Mann, das war in Hollywood, in der Emigration. Klaus versuchte Englisch zu schreiben. Das ist nur nicht zu machen. Man kann nicht von einer Sprache in die andere umsteigen. Wann man das sagt, kommt immer einer und sagt, aber Nabokov, stimmt nicht. Nabokov ist nie umgestiegen vom Russischen ins Englische. Der konnte von Kindheit an das eine und das andere. Es gibt ein einziges Beispiel. Joseph Conrad hat wunderbar Englisch geschrieben. Das ist das einzige Beispiel. Der ist vom Polnischen ins Englische spät umgestiegen. Und wunderbar, Da war er 16, 17 Jahre alt. Aber er hat dann nie Polnisch geschrieben. Ab und zu mal ein Brief. Es gibt kein einziges Buch von ihm in Polnisch. Das ist der einzige Fall. Sonst haben alle Klaus Mann hatte ja auch noch andere Probleme, nicht nur das Geld. Aber apropos, in fremder Sprache schreiben. Robert Neumann hat es am besten gesagt. Er hat gesagt, ich habe in einer Sprache geschrieben, die Nicht-Engländer für Englisch halten. hat sein eigenes Englisch verspottet. Englisch geschriebenen Bücher waren ebenfalls erfolglos. Zurück zu Klaus Mann. Klaus Mann konnte nicht Geld verdienen. Er konnte es nicht schaffen. Ich verüble ihm das. War es nur das oder war er nicht auch sonst ein sehr unglücklicher? Nein. Er konnte nicht Geld verdienen. Und das ist schlimm. Ich habe was dagegen. Klar. Das geht so nicht. Brecht hat mal gesagt, er verachtet Schriftsteller, die ewig in materieller Not
sind. Denn er sagt, man musste, sagte Brecht, so viel Begabung muss man schon haben. Wenn man Geld unbedingt braucht, dann muss man Schlager schreiben. Dann muss man Schlager übersetzen, irgendwas tun, aber nicht umherlaufen und betteln. Golomann hat so gelebt. Er hat eine Stellung bekommen, keine große, keine würdige, an irgendeiner amerikanischen Hochschule, irgendwo in Provinz. Er selber sagte, ein bescheidenes Lehramt. Aber gut, er hat nicht die Straße gepflastert, er hat Geschichtsunterricht erteilt, irgendwelchen dummen Jungen und Mädchen, und hat davon gelebt. Bescheiden, aber er hat gelebt. Klaus konnte keine Tätigkeit, er hat sich gar nicht bemüht, aber er hat Briefe geschrieben an die Mutter. Es ist mir so peinlich, aber ich muss zum Zahnarzt gehen, könntest du mir nicht das Geld überweisen, ich hab nicht. Es gibt einen Brief, da schreibt Klaus, ein erwachsener Mann, längst über 30, 35, ich brauche ein neues Farbband. Kannst du mir nicht das Geld dafür schicken? Oh Gott, Golo hat bescheiden gelebt in so einer kleinen Stadt und da gelehrt. War bestimmt kein Vergnügen, diese Amerikanerin, die 16-Jährigen, die da waren, denen Geschichte beizubringen. Aber war Klaus Mann nicht auch einfach ein unglücklicher Mensch und hat er nicht doch ein bisschen Mitgefühl verdient? Diese Lebensuntüchtigkeit, woher kommt sie denn? Naja, also er war ja sehr tüchtig und erfolgreich am Anfang. Ja. Und er war am Anfang in der Weimarer Republik und er war ja, wurde verspottet von allen. Kurt Tucholsky schrieb über ihn, er ist von Beruf jung. Tatsache ist, er war im Alter von 21 Jahren ständiger Theaterkritiker des 12 Uhr Mittagsblatts, ein Boulevardblatt in Berlin. Aber er hat da Kritiken geschrieben. Er hat auch Aufsätze geschrieben in frühen Jahren der Weimarer Republik. Glänzend. Er hat über Ernst Jünger einen blendenden Aufsatz, in dem der Satz steht, dass er schreiben kann, dieser Jünger, dass er schreiben kann, macht den Fall noch schlimmer. Er hat schon gemerkt, dass Jünger schreiben kann, auch wenn die Weltanschauung von Jünger ihm, Klaus, nicht passt. Er hat doch ganz früh eine Autobiografie schon geschrieben. Ja, er hat in seinem Leben 26, ja, er hat mit 25, 26 angefangen Autobiografie. Fand sich also schon sehr wichtig. Und, ohne Weg, eine nach der anderen, die letzte fast. Die letzte Autobiografie heißt Der Wendepunkt. Die gibt es in zwei Fassungen. Eine deutsche, eine amerikanische, eine kürzere, eine längere. Sehr aufschlussreich, weil da ja die Qualen des Lebens in der Familie Mann gezeigt werden. Wie steif, wie künstlich das alles war. Also beispielsweise Golo hat mir erzählt, er hat das auch geschrieben, beim Mittagessen, wenn die Kinder da waren, also alles längst erwachsene Leute, Golo und Erika und Klaus, mussten ja mit dem Vater Gespräche geführt werden am Tisch. Und das musste vorbereitet werden. Da haben die sich notiert, was Klaus fragen wird, was Golo fragen wird und welche Einwände. War alles vorbereitet und es war eine sehr steife, unnatürliche Atmosphäre. Er beschreibt das Golo als so ein schreckliches Dasein. Klaus beschreibt es genauso, nur Klaus im Wendepunkt und Golo viel später. Elisabeth Mann, die einzige, das einzige Thomas Mann-Kind, das noch lebt, sagt, es war so wunderbar. Die Atmosphäre war so herrlich. Aber sie wurde auch besonders geliebt als letztes Kind wiederum. Ich war dabei, wie sie das alles erzählt hat im S. Fischer Verlag. Vor anderthalb Jahren, zwei Jahren. Und ich habe mich beherrscht. Ob richtig oder nicht, weiß ich nicht. Ich wollte mich melden und sagen, alles, was Frau Elisabeth Mann hier gesagt hat, ist bestimmt richtig. Jedes Wort ist richtig. Aber ich darf daran erinnern, dass die Brüder Klaus Mann und Golo Mann das alles ganz anders beschrieben haben. Vielleicht falsch, aber sie haben das als eine Qual. Es war eine Folter, dieses Zusammensein mit dem Vater. Mhm. Dann erzählt ja auch Golo, im Haus, als sie Kinder waren, 12, 14, 16 Jahre alt, war es auch schrecklich. Man konnte sich im Haus da in München nicht bewegen. Vormittags hat der Vater geschrieben. Von 9 bis 12. Stille, komplette Stille, wie auf dem Friedhof. Ja. Der Vater schreibt. Beim Essen muss man mit dem Vater sich unterhalten, wo eine gewisse Kenntnis des väterlichen Werks nicht ungern gesehen wurde. Ja. Nicht ungern. Nach dem Essen
ging der Vater schlafen. Er brauchte Ruhe, dann musste er schlafen. Jedenfalls alle mussten ewig. Eine Stunde, so von 4 bis 5 hat er nochmal geschlafen. Sehr schlimm war das alles. Golo hat darunter gelitten, weil er war der Ungeliebte. Der Vater hat den Klaus geliebt, die kleine Elisabeth, die war ja die Allerkleinste. Und darunter hat wohl Golo so gelitten. Er kam irgendwie nicht zur Rande. Sein Glück war, dass er weggeschickt wurde in ein Internat, das berühmte Internat in Salem, an das ja Golo mit großer Herzlichkeit denkt. Da war es eigentlich gut und schön. Aber überall war er der Sohn von Thomas Mann. Er hat ein wichtiges Wort über Klaus gesagt. Er hat ihn Klaus immer gelobt und gerühmt. Mir hat er verübelt. Er hat sich über alles, was ich über die Familie Mann geschrieben habe, ob über Thomas, über Klaus, über Erika, ist immer fabelhaft gewesen. Er hat mich immer sehr gelobt. Aber ich habe genau gehört, wann geht's los. Also er hat gesagt, wie wunderbar das ist. Und es ist noch nie etwas Besseres über Klaus Mann geschrieben worden, als das, was ich geschrieben habe. Das hat er sogar anderen Leuten, nicht nur mir, gesagt. Nur sagt er, aber. Was für ein Aber. Zu wenig Sympathie. Manchmal sagt er, keine richtige Liebe. Also er wollte selber kritisieren dürfen, die Familie, vor allem den Vater, aber er nahm es nicht so gern bei anderen, war zumindest Wort, nicht öffentlich. Ne? Nur ein Wort hat er kritisch über den Klaus gesagt. Das war sehr gut. Was war das? Er hat gesagt, damals in der Weimarer Republik, als der Klaus so berühmt war, Tucholsky sagte, er ist von Beruf jung, und dann, Tucholsky hat ja lauter Witze gemacht, aus Wut gegen Thomas. Er hat den Thomas nur halb attackiert und zugeschlagen gegen den Klaus. Naja, und Tucholsky hat sogar mal geschrieben, Klaus Mann hat sich beim Signieren seiner Bücher die Hand verrenkt und wird daher nicht mehr öffentliche Ansprachen halten können. So ein Quatsch hat er geschrieben, nur um sich lustig zu machen über ihn. Er sagte Golo über Klaus, es wurde einem anheimgestellt von dem Licht, das von der väterlichen Figur ausging, so viel auf sich zu lenken, wie viel man wollte. Es soll sich Klaus, gab er zu verstehen, mal nicht beschweren, dass er, Klaus, immer als das Söhnlein behandelt wurde. Er hat mit diesem Vater und auch zu wuchern versucht. Selbstverständlich. Ja. Wie wäre er mit 21 ständiger Theaterkritiker, wenn auch einer Boulevardzeitung geworden. Alles, was er geschrieben hat, wurde sofort gedruckt. Und in guten Blättern, die kritischen Aufsätze wurden in glänzenden Blättern. Es waren alle die Pforten, alle offen. Außerdem haben die ja alle eine herrliche Jugend erlebt. Schrecklich die Atmosphäre im väterlichen Haus. Aber sie haben kennengelernt, so beim Essen, mittags, abends, als sie selber Schüler oder Studenten waren, Ricarda Huch und Karl Zuckmayer und Hugo von Hofmannsthal und Jakob Wassermann, Bruno Walter ging aus und ein, kurz die ganze Prominenz des geistigen Lebens der Weimarer Republik. Das war schon interessant, das alles gab es da. Nun, aber Klaus Mann hat ebenso gelitten, nach 45, das war ja das Schlimmste. Er war in der Armee, ist mit der Armee, der amerikanischen Armee, nach Deutschland gekommen. In Deutschland hat er als amerikanischer Presseoffizier gleich eins getan, das kann ich gut verstehen. Wollte als Presseoffizier militärisch wirksam werden. Er hat Richard Strauss besucht. Das verstehe ich, hat mit Richard Strauss gesprochen, hat darüber Interessantes publiziert. Er hat unter anderem Richard Strauss die Frage gestellt, mein Herr, warum sind Sie eigentlich nicht emigriert? Und Richard Strauss hat prompt geantwortet, weil es, das ist die Wahrheit, damals in Deutschland mehr Opernhäusern gibt, als in allen Ländern der Welt zusammen. So war es. Aber er hat ja mit einem abgerechnet, nämlich mit Gründgens. Ich meine, Klaus Mann hatte ja doch durchaus eine gewisse Hellsicht. Denken Sie an seinen Briefwechsel mit Gottfried Benn, den er ja verehrt hat eigentlich als eine Art großen Intellektuellen. Also oder wir wollen mal da, und Klaus mit Mann Gründgens brauchen wir nicht zu rühmen. Da hat ja in Mephisto hat er natürlich eine ziemlich gnadenlose Abrechnung geschrieben. Also erst hat er einen törichten Brief geschrieben, Benn an Klaus Mann.
Er hat es nicht böse gemeint, aber er hat Klaus Mann geschrieben, komm zurück, niemand wird dir ein Haar krümmen. Ja. Hat der Ende und das hat, Ben hat nicht begriffen, auf was er sich eingelassen hat. Hat Ben wirklich nicht böse gemeint, er hätte ihn nicht aufgefordert zur Rückkehr, damit Klaus Mann ins KZ kommt. Das hätte Ben natürlich nie getan. Gründgens. Das ist eine delikate Geschichte, eine Love Story. Das ist ein bisschen ganz, das muss man vorsichtig sein. Gründgens, das war ja die Liebesgeschichte mit Erika Mann, mit der er verheiratet war. Es gibt, nicht Andeutung, schon zu viel gesagt, es gibt Indikationen, Symptome, dass Gründgens auch eine Liebesgeschichte hatte mit Klaus Mann. Also die beiden waren. Warum auch nicht? Ne? Ja. Naja, also ich meine, Bruder, Schwester, ich meine, es ist ein bisschen kompliziert. Ja. Die eine war eine Ehefrau, deren Bruder. Also es ging schon ein bisschen durcheinander. Es ging munter zu, Ja, es munter zu, können überhaupt wir sagen. Ich bin der Letzte, hier als moralischer Richter aufzutreten. Nur, die haben sich schrecklich ihm gegenüber verhalten. Sie konnten ihm das nicht verzeihen, Klaus und Erika, dass Gründgens im Dritten Reich geblieben war, Intendant geworden war. Und Erika hat sogar unschöne Sachen geschrieben. Sie hat offene Postkarten an Gründgens, an das Schauspielhaus am Gendarmenmarkt geschickt, mit du als Schwuler bist im Dritten Reich. Na ja, es haben die Sekretärinnen gelesen, hat vielleicht der Briefträger gelesen. War nicht sehr schön. Erika war schon sehr rabiat. Ja. Aber zurück. Die haben Sie ja auch kennengelernt. Wir kommen gleich zurück zu Gode. Ja, über die Familie Mann kann man ja 6 Stunden reden. Ja. Wissen Sie, machen wir uns doch nichts vor. Das ist die interessanteste Familie, die es in Deutschland im 20. Jahrhundert gab. Sie haben ja mal geschrieben, was die Windsors für die Briten. Ja. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, die Windsors sind auch nicht mehr, was sie mal waren, in dem Zusammenhang. Aber das seien die Manns für uns Deutsche. Also da stehen wir doch vergleichsweise gut. Stehen ja vergleichsweise gut da. Ja, nicht? Für die deutschen Intellektuellen. Es gibt da nur noch eine Konkurrenzfamilie, aber das ist etwas ganz anderes, das ist die Familie Wagner. Aber das ist ja eine Familie, wo ich mich immer noch wundere, dass niemand den Wolfgang Wagner ermordet hat. Oder die. Sich jetzt nicht der Anstiftung schuldig machen. Das ist ja ungeheuerlich, was sich da abspielt in dieser Familie. Wie die auf jeden Fall könnte man ein Stück daraus machen, ein schönes Theaterstück oder auch eine Geschichte schreiben. Eine altgriechische Geschichte. In der Iphigenie von Goethe wird ja geschildert, wie da eine Familie sich zerfleischt, alle gegenseitig. Ja. Man weiß nur nicht, ist es eine Tragödie oder doch mehr ein Possenspiel. Ja. Naja, also zurück zu unserem Freund Golomann Klaus Mann. Also Golomann, Sie fragten, warum hat er eben, er konnte nicht wirken, schreiben, solange der Vater lebte. Klaus, halt, hier ist eine wichtige Sache, haben wir noch nicht gesagt. Nach 1945 sind ja Emigranten wieder in Deutschland gedruckt worden. Zögernd. Nicht so schnell, das ging nicht so schnell, hat einige Jahre gedauert. Klaus konnte nach dem Krieg auch nicht in Deutschland. Solange er amerikanischer Offizier war, da war er ein bisschen tätig. Und dann war er wieder ratlos. Seine Romane wollte man nicht drucken. Kann ich verstehen, die Romane sind schwach. Aber Mephisto. Mephisto wollte man nicht drucken, weil es galt sicher, Gründgens werde gerichtlich gegen das Buch vorgehen. Mhm. Gründgens wäre nicht vorgegangen. Ich bin überzeugt, er hat nur gedroht, um zu verhindern, dass das Buch kommt. Wäre es erschienen, hätte Gründgens nicht einen Prozess gegen Klaus Mann gemacht. Das Buch hat ja eine interessante Geschichte. Die Figur des Helden des Romans Mephisto, Henrik Höfgen, ist eine Kopie von Gründgens. Ist gar keine Frage, das ist Gründgens. Kann man gar nicht als Schlüssels erfundene Figur oder so, alles nicht wahr. Das ist Gründgens. Mit einer Ausnahme. Der Homosexualität hat Klaus Mann Gründgens nicht angeklagt. Hat aber irgendetwas dem Gründgens andichten wollen, musste er, um den Grund zu zeigen, dass der Gründgens erpressbar war bei den Nazis. Und da hat er eine Geschichte erfunden, völlig erfunden und schlecht erfunden, dass der Gründgens ein Verhältnis mit einer Negerin, einer deutschen Negerin, wie sie selber von sich sagt. Mit einer Negerin hatte. Ist ja in dem Film, Mephisto-Film, der sehr gekonnt ist. Ja, dieser Film. Großartiger Film, da kommt es ja sehr schön raus. Also die Geschichte ist frei erfunden, weil er trotz der ganzen Wut gegen Gründgens
doch die Homosexualität aussparen wollte. Naja, diese Figuren, von diesen Figuren der Thomas-Mann-Familie war ja eine besonders aggressiv. Das war die vom Vater so geliebte Erika. Erika hatte nicht die literarische Begabung von Klaus und schon gar nicht die vom Golo. Aber sie war eine ganz gute Journalistin. Sie hat ein schönes Buch geschrieben, das kein Mensch heute kennt. Das Buch Das letzte Jahr, wo sie das letzte Jahr ihres Vaters Thomas Mann beschrieben hat. Eine Art Tagebuch, aber sehr schön geschrieben. Nur Erika war eine Frau von großer Aggressivität. Da werden Weiber zu Hyänen. Das war so eine Hyäne, so eine Amazone. Und nach 45 eine Rynie, die Folge, eine Rachegöttin, sondergleichen. Das war ja unglaublich, was für eine Frau das war. Die Briefe, die sie schrieb, sind ja erhalten. Kann man gar nicht drucken, was für brutale Briefe, ordinäre, die schrieb, wenn jemand etwas gewagt hat, gegen Thomas Mann zu schreiben, was ihr nicht passte. Ah, irgendeine Zeitung schrieb, sie habe mit Klaus, ihrem Bruder, noch vor dem Dritten Reich, eine erotische, sexuelle Beziehung gehabt. Ja, hat irgendeine Zeitung in Deutschland geschrieben. So was darf man nicht. Ich habe das auch geschrieben, nur anders. Ich habe geschrieben, es war eine Verbindung, eine herzliche Beziehung, mehr als herzlich, in Klammern. So ungefähr habe ich das geschrieben, in Klammern, so der Vater. Das ist eine Formulierung vom Vater Thomas Mann. Na, zitieren darf ich, was Thomas Mann geschrieben hat. Irgendeine Zeitung hat die Erika der Beziehung mit Klaus quasi angeklagt. Sie hat sofort einen Prozess gemacht, einen Riesenprozess gewonnen und riesiges Schmerzensgeld bekommen. Und hat sich mir gegenüber gerühmt, dass sie das Schmerzensgeld bekommen hat. Das war, als Sie in Kirchberg waren. Da, ja, ich habe sie eigentlich gemacht. Einmal im Leben, in Kirchberg habe ich mit ihr gesprochen. In dem Haus, das Thomas Mann ja noch wenige Jahre bewohnt hat. Ja, in dem war ich auch später, als Golomann da gewohnt hat. Und da haben Sie auch Erika. Ja, Erika Mann. War, also wir haben da eine Sendung mit ihr gemacht. Wir haben, glaube ich, ein Hörfunkinterview gemacht. Ja, ein langes Hörfunkgespräch über neue deutsche Bücher. Sie war fabelhaft vorbereitet und hat über die Bücher sehr intelligent gesprochen. So ist das nicht. Sie war schon intelligent. Sie hat eine große Rolle für das Werk von Thomas Mann, das Spätwerk, geschrieben. Zwei Dinge. Sie hat den Faustus gekürzt. Wichtig. Und zwar sehr raffiniert. Sie hat dem Vater gesagt, das sind Abschnitte. Das hat sie nicht gesagt. Die sind überflüssig. Hätte sie nicht gewagt. Sie hat gesagt, für den englischen, amerikanischen Übersetzer zu schwer. Das kriegt der amerikanische Übersetzer. Sehr intelligent. Das ist nur im Deutschen möglich. Lassen wir es weg. Ja. Das. Hat er gesagt, gut, Amerikaner, ohnehin die Amerikaner, was werden die von diesem deutschesten aller deutschen Romane? Ein Schriftsteller, der eine solche Tochter hat. Ja. Also kurz, es wurde weggelassen. Als sie schon mal weg waren, hat er nachher gesagt, oh Gott, kann man aus der deutschen Ausgabe auch weglassen. Und Schluss. Dann hat sie noch eine große Sache gemacht, sehr wichtig. Der Roman Felix Krull, wie wir ihn haben, der wäre so nicht entstanden ohne Erika. Denn der Vater hatte genug. Der Vater hatte ja ganz früh angefangen und er hatte eigentlich das Gefühl, es sei seiner Würde, in doch schon hohem Alter, nicht so ganz, wurde es ja ein wunderbares Buch. Er sagte, Faustus, das war der richtige Schluss. Ja. Parzival, so wie Wagner mit dem Parzival abgeschlossen hat, er mit dem Faustus, gerade richtig. Aber mit so einer heiteren Sache, so eine Hochstapler-Affäre, schien ihm falsch. Und er hatte keine Lust. Und sie schrieb ihm sehr schöne Briefe, Erika. Das sei bedeutend, das sei bahnbrechend, das sei doch herrlich. Und er hat ja geglaubt, wenn man ihm sowas sagte. Und sie hat ihn zur Fortsetzung der Sache doch sehr ermuntert und dazu beigetragen. Naja, ihre politische Rolle, das ist eine andere Sache. Aber nochmal zurück zu Erika und Klaus und dann zu Golo. Haben Sie denn Klaus Manns Freitod jetzt vor allem auf seine Erfolglosigkeit zurückgeführt? Oder war er nicht doch ein Mensch sozusagen, der auch auf den Tod schon stark vorher fixiert war und der einfach unglücklich war? Gar keine Frage.
Er hat vom Selbstmord ja schon geschrieben als Jugendlicher, als Schüler. In seinen Briefen aus der kam schon und dieser Gedanke. Er fühlte sich sehr allein und übrigens ja auch nicht nur vom Vater oft allein, sondern auch von der Mutter, die dann ja ein Jahr im Sanatorium war. Ja, ja, es war eine ganz schlimme Geschichte. Er war ja ein dreifach geschlagener Mensch, dieser Klaus Mann. Er war homosexuell, er war drogenabhängig. Ja. Und das Dritte, das Schlimmste, er war der Sohn Thomas Manns. Das sind drei große Leiden in seinem Leben. Die Sache mit der Gott, Angehörige einer Minderheit zu sein, heute ist ja was anderes. Eben vor kurzem haben wir erfahren können, Homosexuelle sogar heiraten. Ja? Aber wie war das vor dem Zweiten Weltkrieg? Das war eine ganz andere historische, zeitgeschichtliche Situation. Jetzt die Drogenabhängigkeit. Er war auf eine schreckliche Weise drogenabhängig. Er hat das ja in einem Roman geschildert, die Drogenabhängigkeit. Aber er war in einem Sanatorium, merkwürdigerweise in Ungarn, weil es da so ein Sanatorium gab, wo man damit fertig zu werden glaubte. Er war unerträglich, wurde er, und die Schwester, die ihn so geliebt hat, die hat ihn dann am Ende im Stich gelassen. Von Golo wurde angedeutet, aber nur angedeutet, dass nichts ihn, Klaus, so tief getroffen und verletzt hat, wie die Tatsache, dass Erika sich um ihn nicht mehr kümmern wollte. Dass der Vater sich nicht kümmern wollte, das ist was ganz anderes. Sie wissen ja, die Nachricht vom Tod, Selbstmord des Klaus Mann, erreichte den Vater Thomas in Lund. Und in Lund, Universität Lund, am Tag, an dem er abends zu lesen hatte, Thomas Mann, kam man zu ihm. Ich habe mit dem gesprochen, der bei ihm war, und gesagt, Herr Professor Mann, wir verstehen es gut. Nach dieser schrecklichen Nachricht, die heutige Veranstaltung wird abgesagt. Nein, sagte Thomas Mann, bitte, ich möchte lesen, so wie es geplant war, soll stattfinden. Und der mir das erzählt hat, der heute noch lebende, der alte schwedische Germanist Gustav Korlén. Gustav Korlén sagte mir, es ist unfassbar. Es war die Veranstaltung in der Aula der Universität Lund, überfüllte Aula. Thomas Mann kam auf das Podium, lachte, dankte für den Beifall, in glänzender Laune. Das war der Mensch, der vor 3 oder 4 Stunden die Nachricht vom Selbstmord seines Sohnes bekommen hat. Er hat das alles wunderbar gespielt, mit großem Erfolg, verbeugte sich und so weiter. Tja, so war er. Man hat ja auch ein bisschen unter seinen älteren Geschwistern gelitten, unter dem Vater. So gesehen muss man doch sagen, dass er ein großer, wie Sie sagten, Schriftsteller und Historiker, was ja nicht identisch sein muss, geworden ist, war dann doch eine immense Leistung. Ja. Auch wenn er es erst sozusagen in der zweiten Lebenshälfte geschafft hat. Golo war der Ansicht, das ist alles ganz was anderes geworden, aber Golo war der Ansicht, ich muss was ganz anderes werden als der Vater. Er kann nicht mit dem Vater konkurrieren, er hat ja die Peinlichkeit gesehen. Klaus Manns Romane und Thomas Manns Werk, also die Romane, die Klaus Mann da geschrieben hat. Vor Mephisto ist noch der interessanteste. Symphonie Pathétique, ein Roman über Peter Tschaikowski, ist deshalb interessant, weil die Homosexualität von Klaus Mann beschrieben und gezeigt wird, am Beispiel der Homosexualität von Peter Tschaikowski. Aber die anderen Romane schon sehr billige Ware. Als er gestorben ist, nach dem Selbstmord, hat ja Thomas Mann, als ein Buch zu Ehren von Klaus gemacht wurde, hat man Thomas Mann gebeten, auch was zu schreiben, hat er natürlich eine Sache geschrieben, nach 4 Seiten, 5 Seiten Artikel. Aber Thomas Mann, er wollte nicht lügen, er wollte, der Sohn, sein Sohn, er konnte auch nicht sagen, mein Sohn konnte nicht schreiben, oder mein Sohn hat schlecht geschrieben. Aber es sind solche Formulierungen. Es ging ihm flott von der Hand. Also zu aber Deutsch, Golo nicht. Bitte? Und Thomas Mann ja auch nicht. Das heißt, Thomas Mann hat ja von der Hand, das heißt oberflächliches Zeug, was Klaus. Das war bei Thomas Mann anders, wie er ja selbst, aber bei Golo auch. Ja, zu Golo. Golo wollte nicht in Konkurrenz treten zum Vater. Golo ist überhaupt ja ohne Vater gar nicht zu verstehen. Der Stil von Golo ist ja unter
größtem Einfluss von Vater entstanden. Nämlich was ihm selbst gar nicht recht war. Aber gegen den Vater. Ja. Er wollte, der Vater schrieb kunstvoll wunderbare Prosa. Er schrieb einfache, klare Sätze. Das war konträr, das war der Widerstand gegen den Vater. Aber das hat er nicht ganz durchgehalten. Auch Golomann hat eine manchmal etwas altmodische, manchmal fast betulich wirkende Eleganz, aber in seinem Stil. Schon sehr schöne Eleganz. Eine schönere gab es nicht in deutscher Prosa. Schon wunderbar. Also zurück zu Golo. Golo wollte nicht Schriftsteller werden. Nein, ich meinte Golo eben. Ja, aber Golo ist, ob er es wollte oder nicht, doch Schriftsteller geworden. Als Historiker. Ja, er wollte Historiker werden, aber er hat, wie alle Schriftsteller, gleich für seine Produktion eine Theorie geschaffen. Immer machen sie die ganze Theorie vom epischen Theater. Hat doch Brecht nur gemacht, weil seine Stücke, er brauchte so eine Aber Golomanns Theorie war, dass die Historie keine Theorie braucht. Nein, nein, seine Theorie war... Er hat sich eigentlich gewehrt gegen die Theoretiker. Geschichtsschreibung ist Literatur. Ja. Alles andere ist Mumpitz. Das ist Literatur, da wird etwas erzählt. Und er hat ja ein Beispiel gehabt. Und das ist ja sein wichtigstes Beispiel, sein größtes Vorbild. Nicht das schlechteste von Golomann, nämlich Schiller. Friedrich Schiller. Er sagte, fabelhafter Historiker, der Schiller. Was der über den 30-jährigen Krieg geschrieben hat und so Abfall der Niederlande. Sie hatten ja auch mit Wallenstein ein gemeinsames Thema. Ja, na ja, aber er sagte, das ist fabelhaft, weil es so blendend erzählt wird von Schiller. Er sagt, der Schiller hat aus der, die Geschichte dargestellt, lauter solche Indianerspiele, wie der Don Carlos. Das ist eigentlich keine Theorie, sondern eine Antitheorie. Er sagt, die Historiker sollen nicht theoretisieren, sie sollen erzählen. Ich habe falsch gesagt, nicht Theorie. Aber er hat eine Begründung, Golomann, für seine Schreibweise, seine Geschichtsdarstellung gefunden. Alle finden sie ja so eine Begründung. Und man kann diese Begründungen und Theorien immer nur auf das Werk dessen beziehen, der das sagt. Also Golo hat sehr schön geschrieben. Und das, meine ganzen Kontakte mit Golo haben ja diesen Hintergrund gehabt. Da ging es um seinen Stil. Sie haben ihn ja förmlich bedrängt, vor allem im Briefwechsel, dass er schreibt, und zwar nicht nur etwa Historisches, sondern auch literarisches, etwa, er hat sich an der Frankfurter Anthologie beteiligt, nicht? Er hat also, Sie Gedichte sagen, kritisiert. In Briefen hätte ich ihn bedrängt. Nein, in Briefen. Aber es gibt einen Briefwechsel, in dem Sie immer wieder ihn auffordern. Unentwegt. Ja. Aber ich habe ihn noch schlimmer bedrängt. Wahrscheinlich telefonisch auch noch. Oh, diese Telefonie. Ich habe nicht aufgehört. Hat ihn das manchmal genervt oder hat er das gut ertragen? Ihn. Natürlich hat es ihn genervt. Hat er sich das anmerken lassen? Ich habe ihn angerufen, habe gesagt, ich weiß, ich störe Sie. Aber er war ganz schlecht. Aber es ist so eine Frage, es ist da ein Gedicht, da brauche ich... Ach, dieses Gedicht, das kenne ich, das sofort. Man hat ihn sehr schnell ablenken können und dahin bringen können, wo ich wollte. Warum lag mir an der Zusammenarbeit mit Golomann? Das hat zwei Gründe. Noble, edle oder praktische Gründe. Ich hatte den Literaturteil der FAZ übernommen und dieser Literatur hatte eine Eigentümlichkeit. Den las kein Mensch. Zum Teil eine harte Kritik an Ihren Vorgängern. Hochintelligent, aber das war eine Literaturkritik für Kollegen. Das waren sehr für Kollegen und ich kam, um das zu ändern. Ich habe eine Literaturkritik gemacht mit einem Grundsatz. Ich habe allen Mitarbeitern etwas gesagt, woran ich auch geglaubt habe. Wenn auch nicht 100%, aber 80%. Ja, ich habe gesagt, alle Bücher, über die ihr hier schreiben werdet für mich, für diese Zeitung, interessieren keinen Menschen. Kein Mensch will über Bücherbesprechungen lesen. Wir haben heute andere Themen. Aber ihr müsst so schreiben oder Sie müssen so schreiben, dass die Leute doch ihre Kritiken lesen. Aber rechnen Sie damit, dass das keiner lesen will. Das habe ich verschiedenen Leuten gesagt und gesagt, ihr müsst irgendwie die Sachen darstellen. Nicht lügen, zeigen, wie die Bücher sind, gut oder schlecht oder mittelmäßig, aber ein bisschen sich Mühe geben, dass das, wie einer, der in der FAZ sagte, Dolf Sternberg, ein sehr guter Autor, der nicht lange nicht mehr lebt, der sagte immer, naja, es sollte ja eigentlich etwas appetitlich zubereitet sein. Ein bisschen kulinarisch. Darum habe ich mich sehr bemüht. Ja. Das brauchte ich mit Golo nicht. Bei Golo war folgendes. Zwei Dinge waren für mich wichtig. Erstens, Golo schrieb so, wie ich mir
ein Kritiker vorstelle, das schreiben wir für. Nämlich, der hat sich die größte Mühe gegeben, klar, verständlich, anschaulich zu schreiben. Mhm. Er hat sich auf den Augustinus, immer berufen sich ja die Kritiker auf irgendwelche Autoritäten, die schon lange tot sind, oft Autoritäten, die sie ein bisschen erfunden haben. Aber er berief sich auf Augustinus, der gesagt hat, man haben muss... Haben Sie auch so eine Autorität? Ja, ich zitiere gern die, Gott, ich zitiere immer von meinen Vorgängern das, was mir bei denen besonders gefällt. Das ist nun mal so. Ja. Das ist doch klar. Ja. Wenn ich war Golo Mann ein sehr bescheidener Mensch, der sich nicht aufdrängte, den Sie auch immer locken mussten? Nein. Ich musste ihn locken aus einem anderen Grund. Oder war aus einem anderen Grund zurückhaltend? Nein, das war ein ganz anderer Grund. Also ich brauchte ihn erstens, weil er verständlich schrieb. Er schrieb so, dass alle Leute das lesen konnten. Und das, was vorher in der FAZ im Literaturteil gedruckt wurde, haben nur die Kollegen gelesen. Das hat normaler Leser viel zu schwer, zu kompliziert. Und er hat anschaulich einfach geschrieben und gesagt, das gefällt mir, weil, das gefällt mir nicht, weil, nicht weiter. Also die Schreibweise, der Zugang zur Literatur, fabelhaft. Aber es gab einen zweiten Grund. Ich wollte ihn aus einem, schäme mich nicht, es zuzugeben, dass ich ihn aus einem anderen Grund noch brauchte. Ich habe gesehen, den Literaturteil kann man nur attraktiv machen, wenn man da ein paar prominente Namen hat. Mhm. Ich habe Böll um Kritiken gebeten und Siegfried Lenz und Enzensberger, ich habe nicht viel erreicht, aber Enzensberger, ein bisschen hat er mir geliefert. Peter Rühmkopf, bekannte Autoren. Und Golo Mann, das war damals ein großer Name in Deutschland. Deswegen lag mir an ihm. Er schrieb, ja, Lyrik. Er schrieb sehr viel über Gedichte für die Frankfurter Anthologie. Merkwürdig, er war ein Mann, hat eine unglaubliche Fähigkeit gehabt. Er konnte Gedichte auswendig. Welche? Alle. Der konnte die Hälfte der deutschen Lyrik auswendig. Das ist unfassbar. Man konnte mit ihm stundenlang spazieren gehen. Er rezitierte. Aber eher die klassischen und romantischen als die modernen, nicht? Er war doch, oder? Ja, bis Rilke. Bis Rilke, ja. So ungefähr Rilke, ja. George. Nein. Ich meine, aber immerhin, beachtlich. Ja. Aber er konnte Lenau, Rückert, Eichendorff, Heine, hintereinander, konnte stundenlang rezitieren. Und natürlich der, den er am höchsten einschätzte. Die Familie Mann hat in dieser Beziehung ja Geschmack gehabt, Goethe. Mhm. Er hat es gewusst. Das hat ja, der Vater hat ja auch gesagt, dass man hat gesagt, er würde sich gelegentlich so auf, an, benehmen, verhalten, Thomas Mann, als sei er von der Familie Goethe. Das ist nicht wahr. Das ist sehr falsch. Umgekehrt, ja. Goethe natürlich. Er war eher der Ansicht, eigentlich war Goethe einer aus der Familie Mann. Ja. So hat er da im Grunde da. Zurück zu Golo Mann. Also, er war als Mitarbeiter fabelhaft. Die erste Kritik, die ich von ihm bekommen habe, war natürlich, Da habe ich mal das richtige Gespür gehabt, wie ich ihn kriege. Denn er hat ja keine Zeit gehabt, eigentlich Kritiken zu schreiben. Er wollte große Bücher schreiben. Geld, daran lag ihm überhaupt nicht. Er hat ja durch den Wallenstein und die Geschichte ein Vermögen verdient. Außerdem brachten ja die Bücher des Vaters unentwegt Geld. Nein. Ich habe ihn angerufen und gesagt, wissen Sie, es ist eine neue Ausgabe da vom Buch von Onkel Heinrich. Von Onkel Heinrich das Buch, wie heißt das noch von Heinrich Mann, das große Besichtigung der Welt. Nein, nicht Besichtigung. Ein Zeitalter wird besichtigt. Ja. Ein etwas streckenweise peinliches Buch mit der großen Stalin-Verklärung. Nicht unglückliches Buch, aber es ist sehr viel drin, es ist eine große Mischung. Da hat er alles Mögliche reingestopft. Da habe ich gesagt, ja, Onkel Heinrich. Da sagte, ja, ihm geschieht ein Unrecht. Und das Buch ist gar nicht so schlecht, sagte er mir. Das Buch, ein Zeitalter. Können Sie nicht darüber für uns eine Kritik schreiben? Ja, nein, ja. Eine riesige Kritik hat er geschrieben. Hat er gemacht. Ja, eine riesige Kritik. Damit hat es begonnen. Ja. Man musste ihn natürlich mit den Gegenständen locken. Ja, nicht war nicht sein besonderer Vorzug. Er war ja auch Zeitkritiker. Er war ja im Grunde seines Herzens eigentlich ein Konservativer. Aber er lag immer quer zu gängigen Meinungen. Also mal waren die einen etwas, passte was nicht, wenn er sich mit den 68ern auseinandergesetzt hat. Den Linken war er zu konservativ, den Rechten war er zu progressiv. So ist es. So kann man es nennen. Naja, er war, wissen Sie,
Sie sagen, das ist etwa das quer. Er war ein Mann mit Mut zu völlig unabhängigen Ansichten. Er hat in einer Zeit, in der das den deutschen Intellektuellen nicht gefallen hat, hat er nicht aufgehört zu sagen, Franz Josef Strauß, ein ganz großer Mann. Er hat gesagt, ich lasse mir den Mund nicht verbieten. Die können reden über ihn, was sie wollen. Das ist ein Mann von Format. Hat er. Ich meine, ich entscheide hier nicht, das ist nicht meine Aufgabe, ob er recht hatte oder nicht. Nur, er hat nie davor Angst gehabt. Übrigens, er hat ja in der Bundesrepublik große Unannehmlichkeiten gehabt, Golomann. Ich habe darüber nicht geschrieben. Er hat es mir erzählt und ich habe nach seinem Tod über ihn geschrieben. Ich wollte das nicht schreiben. Er sollte ja Professor werden an der Universität Frankfurt. Und er wollte diesen Lehrstuhl haben. Und man hat gegen ihn argumentiert, er sei schwul und daher als Professor ungeeignet. Sehr große Gemeinheit. Er hat ja eine Professur bekommen, aber eine Etage niedriger. Technische Hochschule. Er selber war allerdings auch der Meinung, dass Horkheimer und Adorno gegen ihn intrigiert hat und ihn als verkappten Nazi bezeichnet hätten. Er hatte ja mal also, sinngemäß als Schurken bezeichnet. Also, als Schurken hat er sie bezeichnet, aber es ging um die Schwulität. Es ging darum ging es? Ja. Es ging um die Schwulität. Denen war für deren pseudomarxistische oder marxistische Lehre der Golo nicht ganz genehm. Wir haben mit der Homosexualität argumentiert, aber sie wollten nicht einen Mann als wichtigen Professor in Frankfurt haben, dem man nicht sagen konnte, er hat eine narzisstische Vergangenheit. Natürlich nicht. Er war im Exil, ja. Und der. Also nicht verkappter Nazi, verkappt die Antisemitismus. War es, was man ihm angeblich vorgeworfen hat. Ja. Man hat ihm. Niemand konnte sagen, er sei ein Linker. Es ist so, er war denen unbequem. Er war ein völlig unabhängiger Mann mit einem großen Namen. Und die wollten da regieren und nicht so einen Mann neben sich haben. Die konnten ihn nicht mit seiner Biografie, mit seiner Vergangenheit, mit nichts fertig machen. Und damit haben sie ihn attackiert, Schwulität. So hat er es mir erzählt. Die sind nach Wiesbaden. Er hat es geglaubt, es gibt keine Beweise dafür, nicht? Oder er ist nach Wiesbaden, sind die gefahren zum Minister. Herrgott, wissen Sie, so genau weiß es heute keiner mehr. Solche Dinge spielen sich ja anders ab. Niemand ist hingegangen zum Minister, hat gesagt, den Sohn Thomas Manns, Golomann, kann man nicht zum Professor nennen, weil er schwul ist. So spielt sich das nicht ab. Es ist nicht ganz das Richtige. Es sind da gewisse Umstände, die etwas die Sache stören. So wird das dargestellt. Der Minister hat schon verstanden, er sollte eine Professur bekommen, aber vielleicht doch nicht bei uns. Lieber als Hans Meyer, der jetzt gestorben ist vor kurzem, Professor werden sollte, nachdem er geflohen war aus Leipzig. Hat er keine deutsche Universität um eine Professur gegeben. War das derselbe Grund? Ich habe den Mann, der damals, das gehört nicht zum Thema, aber zur Zeitgeschichte. Ich habe den Mann, der über die deutschen Germanistikprofessuren das entschieden hat damals, darüber geredet mit dem Mann. Das war Benno von Wiese, der Fürst der deutschen Germanistik. Und das ganze Gerede ging mir auf die Nerven. Da habe ich gefragt, Herr von Wiese, ihr wollt dem Meyer keine Professur geben an einer deutschen Universität in der Bundesrepublik. Ist es deshalb, weil er Marxist ist oder weil er Jude ist oder weil er schwul ist? Und Benno von Wiese, der ein Mann mit einem gewissen Format war, hat gesagt, jawohl, alle drei Gründe haben sie genannt. Alle drei spielen eine Rolle. Er wird eine Professur bekommen, aber an keiner Universität. Er bekam eine Technische Hochschule Hannover. Also so, das apropos Bundesrepublik Deutschland, das wollen wir nicht vergessen, diese Sachen. Zurück zu Golomann, also er hat da gelehrt. Gut, das hat sich sehr verändert, das muss man jetzt auch sagen. Diese Bundesrepublik war immerhin ein Staat, der sich entwickelt hat und auch schon damals so frei war, dass er sich entwickeln konnte. Bitte,
würde ich doch sagen, machen zur Sie Ehrenrettung. Bitte keine Reklame für die Bundesrepublik. Ich weiß. Denn ich habe mich im Jahre 58 entschlossen, mich in der Bundesrepublik niederzulassen und habe, wie ich bereits öffentlich zu erklären Gelegenheit hatte, dies nicht bedauert, bis heute nicht bedauert. Zurück zu Golemann, sagten Sie gerade. Ja. Ja, Golemann. Naja, also wissen Sie, man muss vielleicht noch eine Einzelheit, eine Kleinigkeit erklären, die ganz wichtig ist, nicht erklären, erzählen. Golemann hat gewünscht, dass er beerdigt wird auf demselben Friedhof in Kilchberg, wo sein Aber Vater... Aber so weit wie möglich... So weit wie möglich vom Grab der Eltern. Geheuerlich, nach dem Tod. Und wer will, kann das sofort in Kilchberg sehen. Grab. Da gibt es Konrad Ferdinand Meyer Grab. Das hat er Ihnen ja gezeigt. Ja, aber Thomas nicht das seiner Eltern, sondern das von, oder seines Vaters, sondern das von Konrad Ferdinand Meyer. Natürlich, aber von dem Grab. Gut, das führt zurück zum Anfang. Die weiteste Stelle vom Grab von Eltern war am Zaun, auf der gegenüberliegenden Seite. Und da befindet sich bis heute das Grab von Golemann. So hat er den Vater gehasst, dass er noch nach dem Tod möglichst weit dann von dann hat er sich doch eigentlich sehr diszipliniert verhalten, weil er das eben sonst und normalerweise, bis auf das, was Sie gerade sagten und auf das Zitat, das wir gehört haben, nicht öffentlich gemacht hat. Er hat ja eher, ist dann immer wieder auch, wenn er geglaubt hat, es wird jemand, sein Vater wird zu Unrecht angegriffen, hat er ihn verteidigt. Sie haben völlig recht. In seiner Autobiografie, Erinnerungen und Gedanken, er hat den Bismarck-Titel Gedanken und Erinnerungen umgedreht, ist vom Vater zur Enttäuschung vieler Leser, auch ein bisschen meiner, sehr wenig die Rede. Er wollte nicht auspacken, wollte nicht vom Vater erzählen. Aber er hat sich in der Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts über den Vater sehr stark geäußert. Er hat kritisch wegen der Betrachtung eines Unpolitischen. Ja, er hat ausdrücklich geschrieben. Aber dann hat er natürlich auch geschrieben, dass Thomas Mann ja seine Position verändert hat in der Weimarer Republik. Und er hat ihm eine große repräsentative Bedeutung zugemessen. Also wenn Sie mal sehen, wie viel Thomas Mann in diesem Buch einnimmt, was die 20er Jahre betrifft. Ja. Im Vergleich zu anderen Schriftstellern, die, glaube ich, damals in der öffentlichen Wahrnehmung nun nicht so untergegangen sind. Naja, aber vergessen Thomas Mann war noch nicht der Repräsentant der Nation. Aber er hat in den über 20er das Buch Jahren. Vom Vater Betrachtung eines Unpolitischen hat er geschrieben. Wirrwarr, das ist völliger Wirrwarr, was der Vater da geschrieben hat. Er hat ja einen ganz hohen. Ja, gut, weil Thomas Mann, das war nicht so sehr, weil es Wirrwarr war, sondern weil Thomas Mann. Auch um sich abzusetzen von Heinrich Mann sozusagen die Position der Rechten während des Ersten Weltkriegs und vorher eingenommen hat. Ein bisschen verspätet. Er hat das Kaiserreich idealisiert, als es schon als zusammen schon, war. Ja. Und dann ist er, naja, aber wir wollen da über war er vielleicht wirklich unpolitisch. Ne? Apropos politischer Weg von Thomas Mann, da spielt eine ganz große Rolle Klaus und Erika. Und Erika, denn 1935, 36 haben Klaus und Erika die politische Situation im Zusammenhang mit dem Dritten Reich viel besser, viel richtiger gesehen als der Vater. Der Vater wollte eigentlich gerne Repräsentant geblieben wäre. Nicht nur das. Ja? Da hat Golo sehr gerecht gesagt. Ja. Es emigriert sich leichter. Oder umgekehrt, es emigriert sich schwerer, meinte er, die deutschen Industriellen, mit einem Eisenwalzwerk als mit einem Romanmanuskript. Ja. Ein Romanmanuskript kann man im Koffer mitnehmen. Der Vater wollte, dass die Bücher von ihm weiterverkauft werden im Dritten Reich. Sie wurden verkauft im Dritten Reich, aber durften nicht, idiotisch, aber was alles gab im Dritten Reich, im Schaufenster gezeigt werden, durften nur innen im Laden verkauft werden. Und er sagte immer, ja, meine Leser, er will sich von den Lesern nicht trennen. Muss man verstehen. Er hat nämlich eine Sache sehr richtig gesehen und begriffen, Thomas, sehr richtig, dass es für seine Bücher auf dieser Erde überhaupt keine Leser gibt, mit einer Ausnahme, die Deutschen. Das sind Bücher für Deutsche. Deswegen ist er ja in England wenig, in Amerika. Thomas Mann, keine Ahnung hatten die, wer Thomas Mann ist. Und bis heute, es ist mehr eine politische Figur gewesen. Es sind schon sehr, der Dr. Faustus, der Zauberberg, Lottenweimer, das ist urdeutsche, beste
allerbeste Literatur, aber urdeutsche Literatur. Er hatte natürlich, wie andere auch vielleicht, zwischen 33 und 39 zunächst mal die Hoffnung, ganz so schlimm kommt es nicht. Ja. Aber er wollte doch auch, er hat ja irgendwo auch über andere Immigranten sich nicht immer freundlich geäußert und hat ja irgendwo mal gesagt, also dass die sogar jemanden wie mich ausgrenzen, ja, vertreiben. Ja, aber das aber beweise ja eigentlich sozusagen erst das Barbarische des Regimes. Lieber, ja, lieber, worauf Sie anspielen, ist wieder eine heikle Sache. Diese Äußerungen von Thomas Mann gibt es und sie sind authentisch. Aber sie sind in keinem Brief, in keinem Artikel enthalten. Sie sind im Tagebuch. Nicht, das war nicht für die Öffentlichkeit, ja, bestimmt. Nachher hat er gesagt, 25 Jahre nach dem Tod, nach seinem Tod kann man das drucken. Da stehen die Sachen. Herrgott, man hat den und den vertrieben, ja, aus Deutschland. Warum mich eigentlich, hat er gefragt. Er spürte, dass er gehört nach Deutschland, nicht ins Dritte Reich, aber nach Deutschland. Und er wollte nicht also mit den Lesern brechen. Und Klaus und Erika haben ihn eigentlich gezwungen. Ja. Und dieser Bruch mit dem Dritten Reich, die wissen, der entscheidende Bruch. Der Brief mit an die Dekan der Universität Bonn. Bonn, nachdem man ihm, ja, die Ehrendoktorwürde, ja, aberkannt hat. Sie, große sie, Geschichte, sie, ein sie großes kamen auf, weil sie, sie kamen auf dieses Thema, weil sie ja, angesetzt hat zu sagen, Golomann hat, kann man sagen, versucht, seinem Vater Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, ja, in einer abgewogenen, ja, Wahl, trotz seines, ja, persönlichen Hasses. Er hat dem Vater ja nicht verübelt, dass der Bruch, die Abwendung vom Dritten Reich, sagen wir, mit einer Verspätung von einem Jahr erfolgte. Ja. Er hat ja schon. Er hat in dem Brief an den Dekan einen Satz geschrieben, den ich, als ich ihn zum ersten Mal hörte, damals, wenige Wochen später in Berlin, auf so einer halb konspirativen Veranstaltung, wurde verlesen, der Brief. Da steht der ungeheure Satz über die Nazis. Januar 36. Sie haben die Kühnheit, sich mit Deutschland zu verwechseln, wo dereinst Deutschland das Letzte daran gelegen sein wird, nicht mit Ihnen verwechselt zu werden. Das war durchaus prophetisch. Ja, und gut formuliert. Ja, nicht? Ja. Jetzt sagen Sie doch noch zum Abschluss, wenn Sie Golomann, den Sohn, über den ja auch erzählt wurde, aber nur im Kontext mit seiner Familie, das hatten wir ja verabredet, wenn Sie ihn auf einen Satz bringen müssten, was sagen Sie über Golomann? Dass er, was immer er geschrieben hat, historisches, literarkritisches, zeitgeschichtliches, sich immer wieder als ein bedeutender Schriftsteller bewährt hat, ein anderer Schriftsteller als sein Vater. Vielen Dank, Marcel Reich-Ranicki. Thank you.